fahren jetzt zu Rheinmetall, einem der größten Automobil- und Rüstungskonzerne. Und das Geschäftsjahr 2010 und 2009 brachte den Konzern einen Gesamtumsatz von 3,9 Milliarden Euro mit weltweit 19.000, also 20.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist im Börsenmanagement MDAX gelistet. Rheinmetall ist das achtgrößte europäische Rüstungsunternehmen gemessen am Umsatz von 2004. Okay, das sehen wir. Umstritten ist der Konzern Rheinmetall, abgesehen vom Geschäft mit Waffen, wegen seiner Geschäftspraxis und der engen Verflechtung mit Staat und Politik, früher und heute. Nachfolgend einige Beispiele zum Verständnis. Das BKA leitete 1981 ein Ermittlungsverfahren gegen den Konzern ein, wegen des mutmaßlichen illegalen Waffenexports nach Argentinien. Rheinmetall wollte feinstellig 75 Kanonenverschlüsse des Kalibers 105 mm ausführen. Lediglich die Verschlusskeile und die sogenannten Kontaktkörper, die wesentlichen Bestandteile eines Zündmechanismus, fehlten in der Liste. Kaum lag die Genehmigung vor, schob Rheinmetall einen Ausfuhrantrag für 75 Verschlusskeile nach. Auch der kam durch. Nur die Kontaktkörper schleusten die Waffenverkäufer auf anderen Wegen nach Buenos Aires. Genehmigt hatte den Export das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft in Eschborn. Obwohl laut Kriegswaffenkontrollgesetz nur das Bundesamt für Wirtschaft in Abstimmung mit dem Außenministerium den Export hätte genehmigen dürfen. Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich, dass Rheinmetall trotz Waffenembargo bereits 1979 über den Umweg Spanien 100 Maschinenkanonen und 27 Flugabwehrkanonen in Argentinien verkauft hat. Die Kanonen waren Teil eines umfangreichen Waffengeschäfts mit Argentinien. Sie sollten auf von Henschel gelieferten Panzerfahrgestellen und aus der großen Anzahl, insgesamt 512, lässt sich schließen, dass nicht die gesamte Lieferung für Argentinien bestimmt war. Bekanntes Detail ist auch, dass der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher persönlich die Ausfuhrgenehmigung für die Fahrgestelle ermächtigt hat, weshalb die Firma Henschel noch einmal um Ermittlungen herumkam. Die Ermittler förderten auch ein Umweggeschäft mit Südafrika zutage, das damals unter einem Waffenembargo stand. Dabei meldeten Paraguay Bedarf an einer Munitionsfüllanlage an. Allerdings wurde das Gerät in Brasilien umgeladen, von dort nach Südafrika verschifft. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Zeitpunkt einer Gesetzesnovelle, die die Mindeststrafe für Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz auf 6 Monate statt vorher 1 Jahr herabsetzt. Juristisch würde damit aus einem Verbrechen ein Vergehen werden. Ferner ist Rheinmetall, wo wir jetzt hinfahren, immer wieder verwickelt in Korruptionsskandale. Zuletzt betraf es die Sparte Rheinmetall Air Defense in Indien 2010, Quelle Spiegel Online. Rheinmetall entwickelt in Zusammenarbeit mit dem europäischen Rüstungskonzern EADS Drohnentechnologie, wie beispielsweise die Drohne Heron 1, die bei der Operation gegossenes Blei der israelischen Armee zum Einsatz kamen. Dort sollen 87 Tote direkt auf das Konto von Drohnenangriffen gehen. Die meisten davon Zivilisten müssen hier aussteigen. Eine noch? Alle sitzen bleiben. Nein, Johann. Oh, wir müssen raus. War Rheinmetall einer der führenden Entwickler und Produzenten von Antipersonen.
Ihnen. Die Typen MIFF und MPSA Mupsan. Da gibt man was ganz liebevolle Zertifikatenamen. Offiziell als Antifahrzeugminen klassifiziert, können unbeabsichtigt auch von Personen ausgelöst werden. Nach wie vor gehört Rheinmetall zu den drei führenden Entwicklern von Minentechnologie weltweit. Die Entwicklung und Herstellung von Streu- und Submunition stellte Rheinmetall erst ein, nachdem die Bundesregierung den Osloer Vertrag über die Ächtung von Streumunition 2008 unterschrieben hatte, der 2010 in Kraft getreten ist. Man braucht wahnsinnig lange, um solche Gesetze durchzukriegen. Ganz anders als so Sachen wie ACTA. Das geht ganz schnell. Unter bestimmten Kriterien sind allerdings Ausnahmen möglich. So entwickelt und vertreibt Rheinmetall die sogenannte Smart 155 Submunition. Der Konzern gibt diese als technologisch weltweit führend sowie in der Lage, Ziele sicher zu erkennen sowie diese von falschen Zielen zu unterscheiden. Testergebnisse werden allerdings nicht veröffentlicht, sodass diese Behauptungen nicht nachgeprüft werden können. Submunition älterer Bauart wie die M77 der Firma Diehl hatte eine Versagensrate von bis zu 40% und stellen so noch erhebliche Zeit eine Bedrohung vor allem für die Zivilbevölkerung dar. Der Düsseldorfer Konzern bleibt, wie das Unternehmen am 27. April 2012 in seinem Bericht für das erste Jahresquartal mitteilte, weiter auf Wachstumskurs. Rheinmetall weist mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert für den Zeitraum Januar bis März 2012 aus. Interessant ist, dass Deutschland sich im Krieg befindet, aufgrund des NATO-Bündnisfalls 2001, der 11. September, wir aber davon nicht viel mitkriegen, weil in den Nachrichten immer so schöne Wörter benutzt werden wie Friedenseinsatz, Aufbau von Schulen etc. pp. Das Schlimmste, was ich in den letzten Monaten im Fernsehen gehört habe, war in den Nachrichten, da sagte nämlich die Nachrichtensprecherin, die Friedensforschung gibt folgende Statistik für die Waffenindustrie raus. Das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, warum nicht jetzt genau jeder hier in Deutschland aufsteht und sich anfängt zu wehren. Das war so dermaßen deutlich. Ich denke, wir sollten alle anfangen, genau auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Denn man kann auch in der Mainstream-Presse schon zwischen den Zeilen oft sehr, sehr deutlich lesen, in welche Richtung wir uns gerade entwickeln und wo wir gerade dort steuern. Danke. Haben wir noch eloquente Wortbeiträge? Im Nachgang des Generalstreiks wurden in
Spanien Gewerkschaftsfunktionäre und Funktionärinnen und Aktivisten und Aktivistinnen verhaftet. Unter anderem die Vorsitzende der CGT in Barcelona. Mittlerweile ist sie glücklicherweise wieder frei, aber es sind immer noch Arbeiterinnen und Arbeiter im Gefängnis. Auf diesem Hintergrund und dem Hintergrund, dass im Mai bzw. im März sich verschiedene Bewegungen auch in Spanien bildeten, Bewegungen, die zu Assembleas aufriefen, zu Platzbesetzungen und die durchaus im internationalen Zusammenhang sich sehen mit der Blockupy-Bewegung und den vielen, vielen anderen widerständischen Bewegungen dieser Welt, rufen diese drei Gewerkschaften auf zu Aktionstagen zwischen dem 29. Mai und dem 15. Juni. Das tun sie vor allem natürlich in Spanien und sie tun das auf dem Hintergrund, dass sie sich einmischen möchten in die sozialen Kämpfe und Widerstand leisten möchten und aufbauen möchten gegen die Einschnitte im Arbeitsrecht, in den Einsparungen durch die Sparprogramme und so weiter und so fort und die Vertreibung aus den Innenstädten. Im Rahmen dieser Aktionstage haben sie aber auch zu internationaler Hilfe aufgerufen, weil sie genau wissen, dass der Widerstand natürlich nur global sein kann und nur global und auf einer europäischen Ebene überhaupt eine Chance auf Erfolg haben kann. Deshalb stehen wir heute hier. Ziel ist es, auch wenn das vielleicht für Deutschland und vielleicht für andere Staaten Zentraleuropas illusorisch erscheinen mag, zu mobilisieren für einen europaweiten Generalstreik als einen ersten Schritt und ein weltweites Signal an die Arbeiterinnen und Arbeiter aller Schichten und Klassen, an die Unterdrückten und Ausgebeuteten, die Prekarisierten und Abgeschobenen, zu Seite gedrängten, illegalisierten Männer und Frauen dieser Welt, die Überflüssigen und die Anonymen, dass auch in Europa Widerstand möglich und nötig ist und dass wir, wenn wir uns alle zusammentun, es schaffen können, diese Welt zu überwinden, zu transformieren in eine Gesellschaft ohne staatliche Ausbeutung und Unterdrückung. Danke für die Aufmerksamkeit. Sagen euch Gott,
Ende eurer Macht. Ihr habt verkackt, Finanzen, Mafia, Brüder. Es ist der Tag an langer und danach. I love you. Straßenkämpfe in Athen. Sagen euch, kommt nie mehr wieder, nie von EZB. Und EU-Kommission allein. In Portugal, in Spanien und Italien. Millionen Menschen gehen auf die Straße. Ihr werdet merken, euer Spiel ist aus. Straßenkämpfe in Athen. Wir auch.